herzlich willkommen zu Ihrem Magazin Nah dran. Und mein Gast ist heute Alexander Holt. Grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Herr Holt, wir kennen Sie natürlich alle aus der berühmten Fernsehserie Richter Alexander Holt. Mich interessiert Folgendes. Haben Sie noch die alten Autogrammkarten von Sat.1 und müssen Sie die heute noch schreiben auf der Straße? Ja, ich habe natürlich auch neuere, nachdem sich ja manches so äußerlich verändert hat. Ich habe aber auch noch alte. Es gibt viele Autogrammjäger, die stehen auf diese alten Karten. Und interessanterweise ist die Nachfrage da eigentlich sogar größer geworden. Wow, das ist schon Kult, oder? Legende, ja, kann man sagen. Ja. Aber Sie waren ja auch im echten Leben Richter. Mhm. Und dann sind Sie in den Bayerischen Landtag eingezogen. Aktuell sind Sie Landtagsvizepräsident, Mitglied im Verfassungsausschuss und auch asylpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Und jetzt werden wir wieder ernster. Wie erleben Sie persönlich und auch als Politiker den Krieg in der Ukraine? Also da ist zunächst natürlich richtig viel Wut, dass sowas überhaupt möglich ist. Dieser verbrecherische Überfall auf die Ukraine. Da ist aber auch viel Beklemmung bei den Menschen zu spüren, dass sowas mitten in Europa jetzt möglich ist. Wir haben uns an den Frieden einfach gewöhnt und haben das eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, sondern etwas, was man sich jeden Tag wieder erarbeiten und auch erkämpfen muss. Aber ich finde es auch wirklich ganz toll, wie jetzt gerade direkt in den ersten Tagen, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen bei uns war, gerade auch Geflüchtete aufzunehmen. Also auf mich sind Leute zugekommen, die haben gesagt, ich habe ein Sofa frei. Ja? Die muss man dann teilweise erst mal bremsen und sagen, naja, das ist vielleicht nicht das Sofa im Wohnzimmer, was man sich wünscht. Man braucht ja auch Rückzugsorte, aber auch so rührende Geschichten, wie mir hat ein junger Mann gesagt, er hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung anzubieten. Sag ich, warum haben Sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung anzubieten? Ja, wegen der Flüchtlinge zieht er wieder zu seinen Eltern nach Hause, obwohl ihm das wirklich schwerfällt, weil er so Konflikte mit seiner Mutter hatte. Aber er meint, dass er das den Flüchtlingen schuldig ist. Also das ist schon beeindruckend, wie sehr die Menschen hilfsbereit sind. Menschen mit guten Herzen. Mhm. Sensationell. Die meisten flüchten ja aus der Ukraine in die Nachbarländer, aber natürlich kommen auch viele zu uns nach Deutschland. In Bayern sind bislang über 100.000 Geflüchtete registriert worden und die nicht registrierten sind in der Zahl natürlich nicht drin. Vor welchen Herausforderungen steht unser Freistaat? Naja, da ist zuerst mal das ganz große Thema der Unterbringung, der Koordinierung auch der Unterbringung. Obwohl, wie Sie ja gerade gesagt haben, sehr, sehr viele auch privat unterkommen. Aber inzwischen, glaube ich, sind es 144.000 Flüchtlinge Stand heute. Das ist schon eine große Herausforderung. Dann natürlich sind es überwiegend auch Frauen mit Kindern, die kommen. Das heißt, wir haben auch das Thema der Beschulung. Die Kinder und die Jugendlichen ja, müssen natürlich nahtlos möglichst in die Schule gehen, die Kleineren in die Kita. Da haben wir natürlich auch höhere Anforderungen, weil wir Sprachbarrieren haben und ähnliche Dinge. Und natürlich Integration ist ein ganz großes Thema, wobei wir da ja vor einer großen Herausforderung stellen, weil ein Großteil der Menschen, die meisten wollen ja wieder zurück in ihr Heimatland. Das heißt, wir müssen sie bestmöglich jetzt integrieren. Und auf der anderen Seite sollten sie aber auch die Bindung natürlich zu ihrem Heimatland nicht verlieren. Das heißt, es ist eine andere Art von Integration, die da gerade gefordert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns der Herausforderung ganz gut stellen. Viele der Geflüchteten kommen ja auch am Münchner Hauptbahnhof an. Sie selbst waren dort persönlich vor Ort. Mhm. Wie haben Sie die Lage und die Stimmung dort empfunden? Mhm. Also das war eigentlich schon beschämend, das ist jetzt ein paar Wochen her, das war beschämend, wie dort die Ehrenamtlichen alleingelassen wurden, wie sowohl die Stadt München als auch die Bahn im Grunde die Lage nicht im Griff hatten. Auch da gab es Kleinigkeiten, die nicht möglich waren. Es gab keinen Strom für die Ehrenamtler, sodass sie nicht mal warmes Teewasser machen konnten und ähnliche Dinge. Es gab hygienische Zustände, also die man gar nicht beschreiben möchte, ganz ehrlich gesagt. Es gab eine Toilette für über 300 Menschen, die dann außerdem nachts noch abgesperrt war. Also ich habe mich da dann sofort dahinter geklemmt, weil es wirklich beschämend und unwürdig war. Und ich muss sagen, der Oberbürgermeister hat dann sehr, sehr schnell reagiert daraufhin. Aber es ist traurig, dass es erst erforderlich ist, dass da jemand auf den Tisch haut. Ich meine aber, inzwischen hat sich das, ist ein paar Wochen her, inzwischen hat sich das alles eingespielt.
Was tut denn die bayerische Staatsregierung konkret, um Geflüchteten zu helfen? Also das Wichtigste ist mal die Unterkunft. Und da hat die bayerische Staatsregierung ganz schnell reagiert und um klarzumachen, dass sie die Kommunen nicht im Regen stehen lässt. Die bayerische Staatsregierung hat sofort zugesichert, 100% der Unterbringungskosten, die bei den Kommunen anfallen, zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal an die Gemeinden und auch an die Landkreise, dass sie mit diesen Kosten nicht allein gelassen werden. Am Ende muss das wohl aus meiner Sicht der Bund überwiegend tragen. Da gibt es noch Gespräche, aber zumindest hat da der Freistaat klar gemacht, dass er hilft. Dann ganz wichtig sind Integrationslotsen, die wir ja zum Glück schon haben in Bayern. Da gibt es jetzt ein Sonderprogramm, um die Anzahl der Stellen aufzustocken von 575 auf 650 Stellen. Glaube ich auch ganz wichtig in der momentanen Situation. Und zusätzliches Sonderprogramm. Jeder Integrationslotse kann ganz unbürokratisch jetzt eine zusätzliche Kraft bekommen auf Minijob-Basis. Da denken wir vor allem an Menschen aus der großen ukrainischen Community, die es ja bereits gibt, die mit ihren Sprachkenntnissen natürlich eine große Hilfe sein können, zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen und Ähnliches. So ganz praktische Dinge sind zurzeit ja mit eigentlich das Wichtigste. Integrationsberatung, auch da wird aufgestockt jetzt und auch da gibt es zusätzliche Mittel, weil das eben jetzt auch ein großes Thema ist. Die Menschen brauchen Anlaufstellen, die Menschen brauchen Hilfestellungen. Wir haben eine ganz große Hilfsbereitschaft. Wir haben auch wirklich in den Kommunen überall Strukturen, die darauf vorbereitet sind, die hervorragend arbeiten. Aber die brauchen eben Unterstützung und das ist, was der Freistaat leistet. Es tut sich einiges und man hat auch aus 2015 gelernt. Auf jeden Fall. Die Situation ist natürlich auch eine andere. Natürlich, viele Dinge hat man gelernt, aber viele Situationen sind eben auch anders, weil wir es nicht mit alleinreisenden jungen Männern zum Großteil, sondern eben gerade mit Müttern, Kindern, Großeltern zu tun haben. Manche haben einen Hund dabei, Dinge, die es natürlich 2015 überhaupt nicht gab. Plötzlich in der Erstaufnahmeeinrichtung, sie können natürlich nicht in einem Schlafsaal 10 verschiedene Hunde haben, die bellen die ganze Nacht und ähnliche ganz banale Dinge ja. Gilt es da zu lösen. Aber man hat schon sehr, sehr, sehr viel gelernt und es kommt uns jetzt zugute. Sie haben die Kinder schon angesprochen, für die ist das natürlich sehr traumatisierend, die Flucht, der Krieg überhaupt. Wie kann der Staat, wie können die Schulen helfen? Also die Kinder brauchen ja Verschiedenes. Sie brauchen jetzt zum einen eine Struktur weiterhin, ja, dass sie nicht plötzlich da in einen Zustand geworfen werden, wo eben nicht die Tagesabläufe sind wie bisher. Die brauchen Halt, die brauchen Bindung und die brauchen auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, möglichst schnell jetzt die Sprache zu lernen, sollen aber auf der anderen Seite durchaus auch nicht die Bindung zur eigenen Muttersprache verlieren, weil sie ja höchstwahrscheinlich auch wieder zurückkehren werden. Ich finde, dass das Bayerische Kultusministerium sehr, sehr schnell und hervorragend reagiert hat. Wir haben die pädagogischen Willkommensgruppen geschaffen. Inzwischen haben wir über 20.000 Schüler, die jetzt zusätzlich hier in Bayern beschult werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine irrsinnige Leistung, innerhalb von Tagen und Wochen einfach die Möglichkeit für über 20.000 Schüler zu schaffen. Das sind über 5.000 dieser pädagogischen Willkommensgruppen und das ist bewusst auch offen gehalten. Das heißt, jede Schule kann da das tun, was sie für am besten hält. Das ist ja auch sehr unterschiedlich an mancher Schule. Es kommen vielleicht lauter Grundschüler, ja, lauter Erstklässler, woanders sind schon viele, die 17, 18 sind und gerade Richtung Prüfungen gehen. Die Lehrkräfte sind sogar dafür da. Auch das ist nicht selbstverständlich. Innerhalb kürzester Zeit haben wir, glaube ich, 2700 zusätzliche Kräfte rekrutiert. Ja. Das sind zum Teil pensionierte Lehrkräfte. Das sind Lehramtsstudenten, die jetzt da einfach schon in die Praxis geworfen werden. Das sind zum Teil, und das ist eigentlich dann mit das Beste, das sind auch Lehrkräfte, die aus der Ukraine kommen, die dann natürlich die Möglichkeit eröffnen, auch weiterhin in der Muttersprache zu unterrichten. Also da sind wir super flexibel. Das Kultusministerium, sowohl der Kultusminister Piazzolo als auch die Staatssekretärin Frau Stolz sind da auch persönlich, man spürt es richtig stark dahinterher. Ja, und das Ministerium gibt da auch Hilfestellung, so Best-Practice-Geschichten, die dann anderen Schulen zur Verfügung gestellt werden, der Austausch. Das läuft wirklich erstaunlich gut, muss man sagen. Halte ich aber auch für immens wichtig, weil
die Kinder sind ja die größten Leidtragenden dieser ganzen Misere und die sollen bei uns spüren, dass sie willkommen sind und die sollen auch in ihrer Entwicklung wirklich gefördert werden. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, dass an den Schulen so viel Positives passiert. Leider hören wir auch sehr viel Negatives, was Ausbeutung und Missbrauch angeht. Man sagt, es stehen auch Menschenhändler am Bahnhof oder vorm Rathaus, sprechen die Leute an, holen die in die vermeintlich sichere Wohnung und wer weiß, was da passiert. Wie kann man diesen Menschen helfen oder wie kann man dem vorbeugen? Also unsere Polizeibehörden sind auch darauf natürlich vorbereitet. Das LKA hat sich da auch ganz intensiv bemüht. Es ist wohl so, dass es absolute Ausnahmefälle sind. Also es gibt keine Erkenntnisse, dass solche Dinge tatsächlich in größerem Rahmen passieren und stattfinden. Ich glaube, dass sich da eben auch bewährt hat und gut war, dass wirklich unsere Polizei ganz schnell reagiert hat, als die ersten Gerüchte in dieser Richtung aufkamen. Solche Dinge passieren ja, wenn dann am ersten zum Beispiel am Bahnhof, wo die Bundespolizei zuständig ist, aber es hat überall auch unsere Landespolizei sofort Präsenz gezeigt, sodass das, glaube ich, ziemlich im Griff ist. Also wenn ich das alles mal so Revue passieren lasse, was Sie gesagt haben, das ist ganz schön viel, was der Freistaat bewältigt und auch noch zu bewältigen hat. Welche Erwartungen haben Sie denn an Berlin und an Brüssel? Tun die Verantwortlichen genug? Wann tut man schon genug in so einer Situation? Sie können eigentlich nie genug tun, weil jeden Tag neue Herausforderungen kommen. Das muss man mal ganz fairerweise und ehrlich sagen. Uns wäre es schon sehr wichtig, dass der Bund seiner Verantwortung vor allem in finanzieller Hinsicht gerecht wird. Es ist ja die Entscheidung getroffen worden, dass die registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine eigentlich in den Status wie eines anerkannten Asylbewerbers kommen. Das hat natürlich, was die Finanzierung betrifft, Folgen und Auswirkungen. Und für uns ist einfach wichtig, dass der Bund jetzt klar zu seiner Verpflichtung steht, auch dafür aufzukommen letzten Endes. Wir arbeiten dran, sagen wir mal, es wird Anfang Juni wird es da eine Ministerpräsidentenkonferenz geben. Und ich hoffe sehr, dass die Länder den Bund davon überzeugen können, dass er seiner Verantwortung auch gerecht wird. Weil wir tun hier sehr, sehr viel. Und es kann natürlich nicht sein, dass am Ende die Last bei den Ländern abgeladen wird, die Last, diese Dinge umzusetzen, aber dann auch noch alles zu bezahlen, das kann es nicht sein. Was erwarten Sie aus Brüssel? Ja, Brüssel tut da auch schon einiges. Das Gute ist, dass die EU jetzt zusammenrückt in einer Art und Weise, wie man sich es kaum vorstellen konnte. Wenn man sich mal vor Augen hält, wie zum Beispiel Polen in der Flüchtlingskrise 2015 agiert hat, wie wenig Polen bereit war, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Und jetzt trägt Polen ja die Hauptlast. Ich meine, dass da um die 4 Millionen Flüchtlinge sind, wenn man sich das mal vorstellt, in Relation setzt, was das wäre. Das wäre, wie wenn bei uns, ich glaube, 10, 12 Millionen Flüchtlinge da wären. Das ist eine irrsinnige Last. Und Aufgabe der EU ist es natürlich, da unsere Mitgliedstaaten, gerade die Randstaaten zum Osten, nicht allein zu lassen. Und da sind wir aber, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Also, sagen wir, das Agieren der Europäischen Union war schon lange nicht mehr so solidarisch, wie es zurzeit ist. Und das macht doch Mut für den europäischen Gedanken. Sehen wir das auch als Chance, weiter absolut zusammenzuwachsen. Herr Holz, Sie setzen sich ja für mehr Integration auf allen Ebenen ein. Wie gut gelingt das im Freistaat grundsätzlich? Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass Integration bei uns sehr, sehr gut gelingt. Es gibt immer wieder auch Menschen und politische Gruppierungen, die das Haar in der Suppe suchen. Dort, wo Integration angestrebt wird, glaube ich, sind wir Bayern wirklich vorbildlich. Das zeigen ganz viele Lebensläufe, die von Integration geprägt sind. Ich glaube, wo wir besser werden können nach wie vor, ist natürlich, dass wir Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die versuchen, sich zu integrieren, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass wir denen auch tatsächlich eine Perspektive bieten. Und
da gibt es zum Teil natürlich immer noch dieses Bestreben nach dem Motto, wer keinen Asylgrund hat, der hat gefälligst auszureisen und der wird im Ernstfall abgeschoben. Da sind aber viele dabei, wo wir einfach sagen müssen, die können wir brauchen, die brauchen wir ganz dringend, die brauchen wir in der Pflege, die brauchen wir in der Gastronomie, in manchen Mangelberufen. Und wenn solche Menschen bereit sind, sich bei uns zu integrieren und da gute Integrationsleistungen zeigen, dann sollten wir das unterstützen. Teilweise ist es ja auch ganz traurig, meine Frau betreut gerade einen Flüchtling, der hervorragende praktische Leistungen in seiner Ausbildung bringt, der aber mit den IHK-Prüfungen, mit diesem Schriftkram einfach überfordert ist. Und ich habe mir diese Prüfung mal angesehen und ich musste selber, und das waren juristische Fragen, bei denen ich tatsächlich nachdenken musste und da waren Fachausdrücke drin, und ich sagte, die versteht jeder zweite Deutsche nicht. Also da müssen wir vielleicht auch Wege finden, dass wir den praktischen Gedanken, die praktische Leistung mehr honorieren und Angebote schaffen, dass auch solche Menschen eben besser durch Prüfungen kommen und dadurch natürlich die Chance auf ein langfristiges Bleiberecht bekommen. Und Sie setzen sich dafür ein. Bleiben Sie dran. Und letzte Frage, vielleicht eine kleine Botschaft an unsere ZuschauerInnen oder ein Ratschlag. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um den Geflüchteten zu helfen? Eigentlich bin ich da zurzeit schon ganz zufrieden. Die Ehrenamtler leisten einen wahnsinnig tollen Beitrag, muss man fairerweise sagen. So gut, wie wir gerade momentan die Situation bewältigen, undenkbar ohne die Hilfe der Ehrenamtler, ohne die Hilfe derjenigen, die ganz privat einfach bereit sind, einen Teil der Last zu übernehmen, jemanden Unterkunft zu geben, mit jemandem zur Behörde zu gehen, ähnliche Dinge. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg und ich sehe das auch eine Chance, dass wir in Deutschland wieder ein bisschen weniger Egoismus praktizieren und mehr zusammenrücken. Lernen können wir, glaube ich, zurzeit vor allem auch sehr erstaunlich, wie in Krisenzeiten Dinge plötzlich gehen, wo man vorher sagte, nein, geht nicht, bürokratische Hindernisse. Und plötzlich gehen Dinge auch unbürokratischer, plötzlich funktionieren manche Lösungen auch, weil sie einfach schnell gefasst werden müssen. Dann funktionieren die auch schnell. Und das wäre mein großer Wunsch, jetzt weniger an den Einzelnen, sondern an unsere gesamte Gesellschaft, dass wir aus dieser Situation lernen und auch weiterhin, auch wenn wir nicht im Krisenmodus sind, was ich möglichst bald hoffe, dass wir auch dann wieder einfachere, schnellere Lösungen suchen und nicht überall die Schwierigkeit, sondern die Chance suchen. Was für ein Schlusswort. Herr Holt, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Ihnen alles Gute. Danke. Und vielen Dank fürs Zuschauen.